Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Herz und Verstand Live in Köln Box von Kerbholz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Herz und Verstand Live in Köln. Das Ganze erscheint am 27. September. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. So sieht das aus, von der Größe her recht kompakt, also eine etwas kleinere Box. Und bevor wir die Folie abnehmen, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Herbst und Verstand Tour 2019. Also hier sind die Tourdates vom 11. bis 19. Oktober. Dann hier unten haben wir noch einen FSK 16 Hinweis, der uns darauf schließen lässt, dass es sich hier auch um eine DVD handeln wird. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze hier mal aus der Folie schneiden. Einmal hier bei der Schweißnaht. Jawohl. Gut, der 16er ist uns hier halten geblieben. Nachdem der hier auch aufgeklebt ist, werde ich den mal abmachen. So. So sieht das aus. Wir haben hier oben den Schriftzug Kerbholz, darunter dann den Albumtitel Herz und Verstand live in Köln. Dann haben wir hier so ein Ornament rundherum um diesen Kreis und in der Mitte des Kreises haben wir das Logo. Und zwar hier einen Hahn, der hier gerade mit einer Schlange kämpft. Unten links lesen wir dann Special Edition Box. Es ist das zweite Live-Album von Kerbholz. Das reguläre Album, also Herz und Verstand, ist im März 2019 erschienen. Und jetzt gibt es eben zu dem Live-Auftritt in Köln noch eine Sonderedition. So, hier lesen wir auch wieder Kerbholz Herz und Verstand live in Köln. Jawohl. Und auf der Rückseite haben wir dann eine Tracklist. Die ist recht umfangreich und zwar haben wir hier 16 Tracks auf CD1. Dann haben wir hier noch 10 weitere auf CD2 und dann haben wir auch noch die DVD. Was befindet sich auf der DVD? Live in Köln, das komplette Konzert, Tourtagebuch, Herz und Verstand Tour 2019, Tourzusammenfassung und dann lesen wir hier noch, enthält den exklusiven Kerbholz Flachmann. So, auf dieser unteren Seite haben wir dann noch die vier Herrschaften, die die Band bilden. Und darunter haben wir dann noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal eine silberne Verpackung. Da wird wohl der Flachmann drin sein. Und dann haben wir hier ein Digipack. Dieses ist auch nochmal separat eingeschweißt. So sieht das von innen aus, glatt schwarz. Dann packen wir die Box mal zur Seite. Und nachdem die Sachen hier noch in Folie bzw. in Karton sind, werden wir auch diese hier mal öffnen. So, einmal der Flachmann. Und dann kommen wir hier zum Album. So, dieses ist nochmal, wie gesagt, separat verpackt. Und nachdem wir hier auf der Rückseite auch wieder einen Barcode vorfinden, gehe ich mal stark davon aus, dass es dieses Album, also dieses Digipack, diese Variante hier mit DVD, auch so gibt, also separat, ohne eben diese Box und ohne den Flachmann im Laden. Aber ich habe mich natürlich für die Box-Variante entschieden. So, wir haben hier das idente Cover, was wir auch schon von der Box kennen, nur eben hier unten fehlt der Zusatz mit Special Edition Box. Macht ja auch Sinn, jawohl. Auf der Seite sieht das so aus. Und auf der Rückseite haben wir dann wieder die Tracklist. Okay, also mehr oder weniger 1 zu 1 wie das, was wir schon von der Box kennen. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir hier zum Booklet. So, das ist die erste Seite des Booklets, wunderschön. Dann, was haben wir hier? Wir haben einerseits mal die Beteiligten, also einerseits die ganzen Leute, die hier an der Crew oder an der Tour mitgewirkt haben, aber natürlich haben wir auch hier die vier Herrschaften der Band
und so weiter und so weiter. All das kann man hier nachlesen, alle, die irgendwie diese Tour hier mitgemacht, mit ermöglicht haben. So, okay, dann haben wir noch die Infos, was da in Köln los war, wer hier seine Finger mit im Spiel hatte. Und dann haben wir noch eine umfangreiche Danksagung. Ja, könnt ihr euch natürlich gerne an dieser Stelle kurz anhalten, das Video, und euch im Detail durchlesen. Das Ganze dann immer noch hier mit Fotos angereichert. So sieht das aus. Hier haben wir dann die einzelnen Bandmitglieder in Aktion. Jawohl. Dann haben wir hier einmal das Bühnenbild mit Publikum natürlich. Und dann hier noch so einzelne Fotos hinter den Kulissen. Also ein sehr fotolastiges Booklet, wie wir hier sehen. Hier diese Collagen. Und zum Abschluss dann nochmal diese Axt, diese zwei gekreuzten Äxte. Das sind eben, oder das ist eben das Logo von Kerbholz. Also, dann packen wir das Booklet mal wieder rein, wenn es denn geht. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt haben wir es. So sieht das dann von innen aus. Hier haben wir wieder die Band mit einigen Leuten noch mehr. Vielen Dank für eine unglaubliche Zeit. Okay, also es waren wahrscheinlich dann Leute, die auf der Tour mitgewirkt haben. Und wenn wir das hier aufklappen, ja, also das ist hier so ein großes Gruppenfoto. Im Hintergrund sehen wir auch den Tourbus. Und dann kommen wir zu den CDs. Also CD Nummer 1 ist diese hier, dieses Ornament, was wir auch schon vom Boxcover kennen. So sieht das aus. Auf der Rückseite wieder das Logo. Dann haben wir CD Nummer 2. Die sieht so aus, in Schwarz und Weiß gehalten, wie auch CD Nummer 1. Und dann haben wir die DVD, der wir diesen wunderschönen 16er hier zu verdanken haben. Und auch hier das gleiche auf der Rückseite. Cool. Das alles in diesem wunderbaren Digipack hier untergebracht. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch einen Flachmann. Der kommt, wie gezeigt, in diesem silbernen Karton, in diesem Schächtelchen. Und wir haben dann hier auch noch einen Zettel mit dabei. Also hier lesen wir Directions for Use, also einfach so eine Gebrauchsanleitung, wie das Ganze zu verwenden ist. Ja, das erspare ich euch mal an dieser Stelle. Ich glaube, jeder von uns weiß, wie man einen Flachmann einzusetzen hat. Der Flachmann ist in Silber gehalten und auf der Vorderseite haben wir hier das Logo von Kerbholz, also wieder diese beiden Äxte hier überkreuzt. Ansonsten ist hier nichts weiter zu sehen. Hier unten lesen wir dann noch Stainless Steel. Und dann haben wir hier noch einen Sticker. Und das Ganze ist dann natürlich hier mit einem Schraubverschluss zu öffnen oder zuzumachen. Und dann kann man das hier wunderbar befüllen. Ja, was ihr da reinfüllt, ob jetzt alkoholisches oder euren Apfelsaft, das ist natürlich wie immer euch überlassen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Flachmann in Silber und Schwarz. Und natürlich dieses Digipack hier, prall gefüllt mit zwei CDs und der DVD. Und insgesamt haben wir auf diesen zwei CDs hier 16 und 10, also 26 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box, Kerbholz, Herz und Verstand, live in Köln. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kerbholz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.